Endlich ist sie da, die Gefahrjagd auf Deutsch. Wie man sehen kann, ich bereits meinen Namen gegeben und ein Foto hinzugefügt. Das muss sich bereits auf dem Gerät befinden, sonst kann man es nicht auswählen. Man kann nicht ein Foto erstmal erstellen. Fangen wir mal mit den Standardfragen an, die bereits im Startpaket enthalten. Den Cash-Spieler hier im Englischen heißt. Die Autofahrer gewesen. Müssen wir mit 3000 Euro in die nächste Runde gehen. Schauen wir mal, wer der Jäger ist. Wir fangen mal mit der mittleren Stufe an. Wir müssen nicht gleich übertreiben. Ja, mache ich vielleicht, wenn sie sich einen Fernseher gekauft hat. Ich versuche es einfach nochmal. So, dann versuchen wir nochmal die Schaltung. Yeah.
Nicht bestimmt. Unglaublich, das wäre noch nie passiert. Auf unserer Stufe, dann spiele ich natürlich um die 10.000, ist doch logisch. Jetzt werde ich mal die einfachen Fragen nehmen. Vielleicht sind die ja leichter. Ist bereits gekauft. Dankeschön. Das ist eine schlechte Qualität, das hätte man auch besser hinkriegen können. Ich bleibe besser bei den 3,5. Das war jetzt mal ein Beispiel dafür, wenn man dieses Spiel nicht spielt, alle 3 Runden, und deswegen beim nächsten Video mal besser. Auf Wiedersehen, bis dann. Tschüss.